Chinas Macht wächst weiter unaufhaltsam. Xi Jinping, Generalsekretär der Kommunistischen Partei und Präsident Chinas, regiert mit uneingeschränkter Macht, wie einst Staatsgründer Mao. Die meisten Chinesen sind begeistert. 100 Jahre nach Gründung der Kommunistischen Partei Chinas ist das Land wieder stark, wie einst in seiner Geschichte. Einer Wahl hat sich die Partei noch nie gestellt. Sie hat sich in einem Bürgerkrieg an die Macht geschossen, getreu Maos Losung, die politische Macht kommt aus den Gewehrläufen. Doch seit dem Beginn von Reform und Öffnung 1978 entwickelt sich auch Chinas Wirtschaft erfolgreich. Von Mangelverwaltung wie einst in der Sowjetunion und der DDR ist hier nichts mehr zu spüren. Der chinesische Kommunismus funktioniert. Als China rot wurde. 100 Jahre kommunistische Partei. Mit fast 4 Millionen Soldaten ist die Volksbefreiungsarmee das zahlenmäßig stärkste Militär der Welt. Nicht enden wollender Beifall für Xi Jinping, den Oberkommandierenden. Anders als sonst wo auf der Welt untersteht das Militär hier nicht dem Staat, sondern der Partei. Auf sie schwören die Soldaten ihren Eid. Ich schwöre der Kommunistischen Partei Chinas zu folgen und dem Volke zu dienen. Alle Befehle zu befolgen, die Disziplin strikt einzuhalten und die Dienstgeheimnisse zu bewahren. Ich trainiere hart, um den Feind zu töten, bin immer bereit zu kämpfen. Ich verteidige das Mutterland bis zu meinem Tod. Folgen die Soldaten ihrem Eid, müssten sie selbst dann weiter für die Kommunistische Partei und ihren Anführer Xi Jinping kämpfen, wenn diese einmal nicht mehr China regieren sollten. Aus westlicher Sicht ein Widerspruch in sich. Eine autoritäre Partei, und andererseits ein modernes Land mit eleganten Bauten, wie etwa dem Olympiastadion Vogelnest in Peking. Die Gründe dafür liegen weit mehr als 100 Jahre zurück. Chinas Aufstieg zur führenden Macht des 21. Jahrhunderts ist eng verknüpft mit einem Mann, der vor 2500 Jahren lebte. Konfuzius. Er predigte Lernen und Disziplin, genau das, was heute im globalen Wettlauf zählt. Chinas Comeback kommt mit den Lehren des alten Konfuzius. Der Mann, auf den alles zurückgeht, hieß eigentlich Kong Qiu. Er wurde 551 vor Christus geboren, ein halbes Jahrhundert bevor in Europa Rom eine Republik wurde. Konfuzius kam hier in der Stadt Qifu zur Welt. Sie lag im damaligen Staat Lu und gehört heute zur chinesischen Provinz Shandong. Wegen seiner weisen Reden wurde der größte Sohn der Stadt später Kongfuzi genannt, was Lehrmeister Kong bedeutet. Daher kommt der Name Konfuzius. Als er 2 Jahre alt war, verstarb sein Vater. Schon früh fiel er als äußerst fleißiger Schüler auf, vor allem aber durch seine klugen Sprüche. Was du nicht willst, das tu auch keinem anderen. Er scharte eine immer größere Zahl von Studenten um sich, forderte Nächstenliebe und Aufklärung. Er wurde Berater des Fürsten, schuf hier ein zivilisiertes Gemeinwesen. Alle genossen gute Bildung, unabhängig von ihrer sozialen Herkunft. Unter dem Himmel dient alles der Gemeinschaft. Doch Herzog Ding, der Konfuzius gefördert hatte, geriet bald unter Druck. Führenden Familien des Staates Lu passte es nicht, was Konfuzius erklärte. Bildung und Moral seien wichtiger als soziale Herkunft. Seine Gegner bezirzten den Fürsten mit Singmädchen.
Konfuzius musste fliehen. Aber er stritt weiter für seine Lehren. Zwei Jahrhunderte nach dem Tod von Konfuzius entstanden diese Terrakotta-Krieger. 8000 Soldaten bewachen einen Toten. Aus Erde wurden sie für die Ewigkeit gebrannt. Die Pharaonen bauten Pyramiden, aber nur einer hat sich so auf das Leben nach dem Tod vorbereitet, wie der erste Kaiser von China. Qin Shi Huangdi. Zu seinen Lebzeiten vereinigte er mehrere Länder, gab ihnen einheitliche Währung und Maße. Eines der wichtigsten Museen der Erde liegt unweit von Chinas alter Kaiserhauptstadt Xi'an, dem Ausgangspunkt der Seidenstraße. Wir starten hier, da geht es entlang. Museumsführerin Han Donghong unterrichtete vorher Englisch an einer Schule. Hier ist Grube Nummer 1. Jetzt bringt sie Ausländern Geschichte bei. Sie ist stolz darauf, denn China war die Supermacht der Antike. Hier sehen Sie die Soldaten in drei Reihen aufgestellt. Da vorne steht die Avantgarde, die Artillerie mit Pfeil und Bogen, um als erste die Feinde zu stoppen. Im Süden und Norden bilden die Soldaten auf jeder Seite eine Linie, um feindliche Angriffe von allen Seiten abzuwehren. Am Ende folgt noch eine Nachhut, um Angriffe von hinten zu verhindern. Aber die Kämpfer der Nachhut liegen noch unter der Erde, müssen von den Experten erst ausgegraben werden. Wie die Pyramiden und die chinesische Mauer zählt man die Terrakotta-Krieger heute zu den Weltwundern. Aber nirgendwo sonst sieht man Menschen von damals so wie hier. Das ist ein Weltwunder, einmalig in der Geschichte. Nie zuvor oder danach hat es so etwas gegeben. Die Skulpturen sind reich an Details. Sehen Sie, hier haben wir schon tausende Krieger restauriert. Jedes Gesicht ist anders als das andere. Man kann ihre Nationalität und ihr Alter erkennen. Jeder hat einen anderen Gesichtsausdruck. Sie stehen in Reih und Glied. Aber keine der Figuren aus gebranntem Ton gleicht der anderen. Wahrscheinlich wurden sie nach dem Vorbild von lebenden Menschen geschaffen. Jeder für sich. Touristen aus aller Welt strömen heute zu den Terrakotta-Kriegern, vor allem aber aus ganz China. Sie suchen hier nach der Vergangenheit ihres Landes. Chinas frühere Zivilisation ist überwältigend. Das kann man gar nicht in Worte fassen. So ist es doch, oder? Das ist für uns wie eine Mitteilung aus der chinesischen Geschichte. Es zeigt, mit welchen Methoden die damals gearbeitet haben, wie weise sie waren. Hier ist uns etwas sehr Kostbares hinterlassen worden. So können wir begreifen, wie entwickelt unser Land damals war. Wirklich sehr kostbar. Für die Chinesen zeugt dieses Heer aus Ton von alter Größe, die sie jetzt wiedererlangen. Chinas erster Kaiser, Qin Shi Huangdi, ließ ab 214 vor Christus die chinesische Mauer bauen. Sie erreichte schließlich eine Länge von fast 9000 Kilometern. Bis heute ist sie das bei weitem größte Bauwerk der Erde. Spätere Kaiser machten Peking zur Hauptstadt, errichteten hier die verbotene Stadt. Hier lebten sie, von hier aus herrschten sie. Gewöhnlichen Sterblichen war das Betreten verboten. Noch 1820 schaffte China ein Drittel der weltweiten Wirtschaftsleistung. Doch das Land isolierte sich und erstarrte, war deshalb dem Angriff der westlichen Kolonialmächte nicht gewachsen. Das Kaiserreich brach zusammen. China zerfiel in Herrschaftsgebiete von Warlords, die einander bekriegten. Ganze Gebiete gerieten unter Kontrolle von ausländischen Mächten. Die Chinesen wurden zu Menschen zweiter Klasse.
Europäer und Amerikaner behandelten sie wie Sklaven. Im Juli 1921 trafen sich in diesem Haus 12 Männer, die daran etwas ändern wollten. Sie gründeten hier die Kommunistische Partei Chinas. Beinahe wären sie von der französischen Kolonialpolizei verhaftet worden. Sie flüchteten in diesem Boot. Die Chinesen erhoben sich gegen ihre Unterdrückung. Zunächst spielte die nationalistische Kuomintang dabei die Hauptrolle. Doch die war korrupt. Immer mehr Zulauf erhielten deshalb die Kommunistische Partei Chinas und ihre Volksbefreiungsarmee. Vor allem arme Bauern schlossen sich ihnen an. Von den Dörfern aus umkreisten sie die Städte. Im Mai 1949 eroberten die Roten Shanghai, eine der letzten Bastionen des bisherigen Regimes. Die Fahne des alten, erniedrigten Chinas fiel. Dieselbe Stelle, Shanghai heute. Nach Jahren des Niedergangs wieder eine der führenden Metropolen der Erde. Am 1. Oktober 1949 rief Mao auf dem Platz des himmlischen Friedens die Volksrepublik China aus. Das Gefühl von Millionen damals, China ist wieder auferstanden. Mao nutzte die Begeisterung. Er ließ einen Kult um seine Person treiben. Vorbild war ihm dabei Stalin in der Sowjetunion. Seine persönliche Macht galt ihm mehr als das Wohl des Landes. Der einstige Freiheitskämpfer führte China jetzt wie ein Kaiser. Er ruinierte die Wirtschaft mit immer wahnwitzigeren Experimenten. So sollte jedes Dorf Stahl produzieren. Für Feldarbeit blieb keine Zeit mehr. Menschen ernährten sich von Baumrinden. 45 Millionen kamen deshalb ums Leben. Die größte Hungersnot in der Geschichte der Menschheit. Doch auch die Not konnte Mao nicht stoppen. Im Gegenteil. 1966 rief er auf dem Platz des himmlischen Friedens die sogenannte große proletarische Kulturrevolution aus. Sein Ziel dabei, innerparteiliche Gegner und kritische Stimmen in der Bevölkerung auszuschalten. Er stachelte Jugendliche auf, Lehrer und Vorgesetzte anzugreifen und zu foltern. Denn die stünden für die böse alte Kultur. Das ganze Riesenreich geriet in Rage. Die Jugendlichen verehrten Mao wie einen Gott. Angebliche Anhänger der alten Kultur wurden mit sogenannten Schandhüten durch die Straßen gejagt und viele dabei ermordet. Am 9. September 1976 starb Mao. An seinem Leichnam nahmen seine engsten Mitkämpfer Abschied, die sogenannte Viererbande um Maos Frau Jiang Qing. Einen Monat später wurde sie verhaftet. Die Witwe wurde zum Tod auf Bewährung verurteilt, nahm sich dann später selbst das Leben. Als zum toten Führer dann auch das Volk gelassen wurde, mischte sich echte Trauer mit gespielten Tränen. Viele wussten, Mao hatte Chaos, Elend und Verfolgung gebracht. Der Tod des Übervaters war für China eine Chance. Helmut Schmidt und seine Frau Loki gehörten zu den Ersten, die Deng Xiaoping trafen, den neuen starken Mann. Sein Leitspruch: Es ist egal, ob eine Katze schwarz oder weiß ist, solange sie Mäuse fängt. Ins Deutsche übersetzt: Hauptsache, die Wirtschaft läuft. Ein Beispiel für Chinas Entwicklung seither ist der Drei-Schluchten-Damm. Begleitet wurde der Bau von Propaganda der Partei.
Mit diesem extrem komplizierten Unterfangen hat die dritte Generation von Führern der Kommunistischen Partei eine große Prüfung bestanden und die historische Mission des chinesischen Volkes vollstreckt. Am 8. November 1997 wurde der Yangtze mit Erfolg gestoppt. Ein Projekt von gewaltigen Dimensionen. Arbeiter sprengten Felsen und schoben Steine ins Wasser. So leiteten sie den Yangtze um, schufen einen 3,7 Kilometer langen Kanal. Wo bisher der Strom floss, konnte jetzt der Damm gebaut werden. Er produziert so viel Strom wie 4 Atomkraftwerke vom Typ Fukushima. Er bezwang den Yangtze, den drittlängsten Strom der Erde. Er gehört zum gigantischen Plan der Kommunistischen Partei, China zur Wirtschaftsmacht Nummer 1 zu machen. Der Drei-Schluchten-Damm. Das größte Wasserkraftwerk der Welt. Nach dem kaufkraftbereinigten Bruttoinlandsprodukt hat China die USA bereits überholt, ist schon die stärkste Wirtschaftsmacht auf dieser Welt. Neben Hubschrauberflügen bietet schon das Modell die Chance, den gewaltigen Drei-Schluchten-Damm und das Mega-Wasserkraftwerk in ihrer Gesamtheit zu sehen. Der leitende Ingenieur des Damms spricht für die meisten Chinesen, wenn er seinen Stolz ausdrückt. Wir Chinesen haben dieses Werk, das alles Vergleichbare in der Welt übertrifft, durch eigene Anstrengungen erreicht. Das hat unserem Volk viel Selbstvertrauen gegeben. Nach dem Drei-Schluchten-Damm gelangen uns deshalb weitere große Projekte. Wir bewahren diesen Geist. Der Drei-Schluchten-Damm wurde 2008 fertiggestellt. Arbeiter reinigen regelmäßig die Fassade und streichen sie frisch. Eine Nation pflegt ihren größten Neubau. Das Riesenwerk wird ständig erneuert und erweitert, etwa um eine zusätzliche Schiffsschleuse. Touristen aus ganz China bestaunen das nationale Wunderwerk. In mehrfacher Hinsicht sind wir die Ersten auf der Welt. Das Wasserkraftwerk mit der größten Stromerzeugung, die beste Hochwasserregulierung. Dieser Damm bringt die Wirtschaft mächtig voran und verbessert so das Leben der einfachen Menschen. So großartig, so gut, so herrlich. Wir Chinesen sind stolz darauf. Entwicklung braucht Bildung. Vor der Uni steht Mao. Drinnen wird Chemie gepaukt. China hat jetzt 3000 Hochschulen. Doppelt so viele wie vor 10 Jahren. Professor Jin Zilin hat wie viele hier im Ausland studiert. Er in Deutschland Chemie. China hat eine Tradition. Die Bildung zu machen ist sehr wichtig für eine Familie und für Kinder. Und früher hat man die Konfuzius, eine Philosophie, chinesische Philosophie, kann ich sagen, nur viel lernen, dann kann man eine höhere Stelle kommen. Ja. Und jetzt, wir betonen auch die Bildung, weil wir müssen die Techniker und Entwicklung. Und wir werden möglichst in kürzer Zeit die Niveau von USA und Europa überholen. Ein Beispiel dafür ist Chongqing, mittlerweile die größte Stadt der Erde. Obwohl in Deutschland noch kaum einer von ihr gehört hat. Sie hat fast so viele Einwohner wie Kanada und eine Fläche so groß wie Österreich. 32 Millionen Menschen leben hier. Ein Giga-Manhattan am Yangtze. Von der schnellen Entwicklung zeugt auch eine nächtliche Schiffsfahrt auf dem Jialing-Fluss. Energiesparlampen werden hier eher sparsam eingesetzt.
Chongqing leuchtet in allen Farben. Die größte Stadt bietet großes Kino mit Großbildleinwänden zu Land und zu Wasser. Restaurants und Bars werben mit verlockenden Angeboten. Um etwa lebende Haifische zu sehen, muss man nicht in den Zoo. Sie schwimmen im Aquarium einer etwas besseren Kneipe. Heinz Rühmann ist hier ebenso unbekannt wie Feuerzangenbowle im kleinen Kreis. Alles muss groß und grell sein. Eine Haifischbar, die ihren Namen zurecht trägt. Heute predigt die Kommunistische Partei Chinas keine Askese mehr. Reich zu werden und sich zu vergnügen, ist nicht mehr verpönt. Spaß darf sein, solange man sich politisch anpasst. Der neue Wohlstand braucht viel Energie. Öl kommt aus Daqing, im Nordosten Chinas. Die Stadt entstand zu Maos Zeiten. In China hat auch das Öl eine lange Geschichte, wie man im Museum der Stadt erfährt. These are drilling tools in ancient China. Hier sehen Sie Werkzeug für Bohrungen aus dem alten China. Das gab es hier schon 1000 Jahre, bevor andere Länder darauf kamen. Nach der Revolution übernahm die Partei auch bei der Ölförderung die Führung. Mao schaltete sich persönlich ein. Er sagte die berühmten Worte: Um die Ölindustrie in China zu entwickeln, braucht es die Revolution und harte Arbeit. 1959 wurde dann das Öl von Daqing gefunden. Diese Anlage zeigt die Fördermengen in den verschiedenen Jahren. Der Chor der Brigade singt: Wir fördern Öl für die Revolution. Unsere Kampagne heißt 100 Jahre Ölfeld Daqing. Dieses Ziel spornt uns bei der Arbeit an. Wie zu Zeiten von Mao, Brezhnev und Honecker gibt es in jedem Unternehmen eine KP-Organisation. Nur sehen deren Chefs heute besser aus als früher. Als Parteisekretärin kümmere ich mich um das Bewusstsein unserer Arbeiter. Die Arbeiter zu hohen Leistungen anzuspornen, ihr Selbstbewusstsein zu erhöhen, dafür bin ich verantwortlich. Über die Parteilinie entscheiden in einer kommunistischen Partei nicht die Mitglieder. Sie folgen der Führung, setzen deren Vorgaben um, in der Wirtschaft ebenso wie in den Medien. Mit 90 Millionen Mitgliedern ist die Kommunistische Partei Chinas die mächtigste Partei der Erde. Mit einer Partei im westlichen Sinne lässt sie sich nicht vergleichen. Eher ähnelt sie dem Beamtenheer der chinesischen Kaiser, das im Geist von Konfuzius erzogen wurde. Den akzeptiert die Partei heute auch. Hinzugekommen sind Marx, Lenin, Mao und vor allem Xi Jinping. Sie singen die Nationalhymne. Heute versteht sich die KP vor allem als Partei, die China stark macht. Doch die Propaganda kann es nicht übertünchen. Gewaltige Konflikte zerreißen das Riesenreich. Ein Beispiel: Ganze Stadtviertel wie dieses hier in Chongqing sind zum Abriss freigegeben und sollen durch Hochhäuser ersetzt werden. Weil die neuen Apartments aber teurer sind als die alten, verläuft die Abstimmung mit den bisherigen Bewohnern oft nicht so harmonisch wie gewünscht. Die Bewohner sollen entschädigt werden und neue Wohnungen erhalten. In der Theorie. Die haben unser Haus abgerissen, aber uns nicht entschädigt. Die haben versprochen, uns 300 Yuan für den Quadratmeter zu geben. Lächerlich wenig. Und das haben sie noch nicht einmal bezahlt. Auch unser Ackerland dort drüben haben sie uns weggenommen. Korrupte Funktionäre stecken sich für Anwohner vorgesehene Entschädigungsgelder in die eigene Tasche.
Solche Konflikte gefährden die Herrschaft der Partei. Die hat das Problem erkannt und versucht, die Bevölkerung nicht nur mit solchen Jubiläumsfeiern für sich zu gewinnen. Xi Jinping hat eine Kampagne gegen die Korruption ausgerufen. Praktischer Nebeneffekt, so lassen sich gleichzeitig innerparteiliche Gegner aus dem Weg räumen, denn irgendetwas findet man bei jedem. Das hat Xi von Mao gelernt. Ebenso wie das Gründungsprinzip der Partei, das immer noch gilt. Die politische Macht kommt aus den Gewehrläufen. Angst ist ein erfolgreiches Herrschaftsprinzip. Raketen schrecken ab, seien es die fernen USA oder die abtrünnige Insel Taiwan, die man eingemeinden will. Auch hat Xi Jinping erkannt, dass die Schere zwischen Arm und Reich nicht zu stark klaffen darf. Dies würde die Rechtmäßigkeit der kommunistischen Herrschaft in Frage stellen. Schließlich ist die KP einst als Partei der kleinen Leute angetreten. In den Jahren vor seinem Amtsantritt häuften sich die Streiks von Arbeitern gegen schlechte Bedingungen in Fabriken, die Aufstände von Bauern gegen ihre Armut, der Unmut des Mittelstands über Smog in der Luft und Chemikalien in den Gewässern. Die Jugendlichen sollen von der Partei begeistert werden. Und mit ihnen die gesamte Bevölkerung. Dabei helfen die Verherrlichung der eigenen Nation und des Militärs. Wichtig ist aber vor allem die weitere Verbesserung der Lebensbedingungen. So hat Xi das Ziel ausgegeben, zum Jubiläum von 100 Jahren Kommunistische Partei China einen bescheidenen Wohlstand für alle Chinesen zu erreichen. Keine Macht kann den Fortschritt des chinesischen Volkes aufhalten. Wir werden unseren Wohlstand weiter mehren. Die Menschen auf der ganzen Welt können sehen, wie froh wir sind und stolz auf unser großartiges Mutterland. Doch die Basis der Kommunistischen Partei Chinas ist nicht nur die gewaltige militärische Macht. Sie hat auch den Hunger in dem Entwicklungsland besiegt. Eine Fahrt von der dritten Welt in die erste. Hier dauert sie nur wenige Minuten. Mitgenommen werden wir von diesem Schwarztaxifahrer. Eine Brücke führt von der Altstadt in die Neustadt. Wir fahren vorbei an Baustellen und erreichen schnell die glitzernden neuen Straßen von Fengche. Mit 1 Million Einwohnern, in China also eher ein kleinerer Ort. Unser Fahrer begrüßt die Veränderungen. Jetzt geht es mir besser als früher. Anfangs war ich mit der Entschädigung unzufrieden. Doch die neue Wohnung, die mir übertragen wurde, hat einen vielfach höheren Wert pro Quadratmeter als die alte. Also ist mein Vermögen gewachsen. Es handelt sich um einen Teil derselben Stadt mit ihren alten, heruntergekommenen Vierteln. Die Häuser und Straßen hier wurden innerhalb der letzten 15 Jahre aus dem Boden gestampft. Denn mit dem Drei-Schluchten-Damm steigt das Wasser des Yangtze. 5 Millionen Menschen wurden dafür umgesiedelt. Die Kommunistische Partei Chinas weiß von den örtlichen Konflikten und fürchtet Unruhen. Deshalb steckt sie eine Menge Geld in die neuen Städte, auch auf Kosten anderer Regionen. Die Anwohner des Drei-Schluchten-Damms sollen bei Laune bleiben. Brot und Spiele. Den Tanz organisiert die Partei. Diese Politik der Regierung ist gut. Tanzen hilft der Gesundheit, besonders bei etwas älteren Menschen. Nachtleben in der chinesischen Provinz.
Noch längst nicht jeder kann es sich leisten, in den eleganten neuen Läden einzukaufen. Aber es werden immer mehr. So haben die Menschen in China, anders als in vielen anderen Ländern, den Eindruck, für sie geht es aufwärts, und zwar rasant. Den wachsenden Wohlstand, den die Partei zu ihrem Jubiläum verspricht, sieht man auch in der Metropole Chongqing. Ein junges Paar feiert hier heute seine Hochzeit. Wei Jian heiratet. Er steht vor dem Haus seiner Braut mit Kameramann der Hochzeitsfirma. Welche Zukunft bietet Chongqing ihrer Familie? Welche Zukunft? Diese Stadt ist sehr schön, sehr bequem. Für unsere Ehe lässt das viel hoffen. Wie entwickelt sich die Wirtschaft? Chongqings Wirtschaft hat die höchsten Wachstumsraten innerhalb Chinas. Die Menschen hier sind voller Energie. Die Bevölkerungszahl steigt rasant, alles geht nach oben. Auch unsere Einkommen steigen. Wir freuen uns. Aufmachen, aufmachen. Wir haben rote Umschläge mit Geld. Jetzt rein. Das ist chinesische Tradition. Der Bräutigam holt mit seinen Freunden am Tag der Feier die Braut ab und muss Geld übergeben in roten Briefumschlägen. Darf ich hineinkommen? Auf die Knie. Ach so, auf die Knie. Ehefrau, bitte gehe mit mir. Ich überlasse dir dann meine Bankkarten. Kein Problem, ich gebe dir weitere Geldumschläge. Ich will 10 Stück. 10, na gut. Ich überreiche dir den Wert von 88 Umschlägen. Ja, von 99 Umschlägen. Die glücklichen Zahlen wirken. Drinnen warten weitere Fotografen der Hochzeitsfirma. Sie führen bei der Feier Regie. Alles vorbereitet, fangen Sie an. Ehefrau, komm mit mir nach Hause. Ich werde dich immer lieben, für dich sorgen. In deinen schwersten Momenten werde ich dich trösten. All mein Geld werde ich für dich ausgeben. Dann streng dich an, mehr Geld zu verdienen. Der Bräutigam verhindert als Flugsicherheitsbegleiter Terrorakte. Seine zukünftige ist Stewardess. Damit gehören sie zum neuen Mittelstand in China. Wir gehen jetzt zu den Autos und fahren durch Chongqing. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Eine Mitarbeiterin der Hochzeitsfirma eröffnet die Zeremonie. Solch professionell organisierte Feiern sind in China üblich, vor allem in den großen Städten. Wer es sich leisten kann, zeigt den Reichtum gerne. Die Hochzeiten werden immer großartiger. Die Kunden geben immer mehr Geld dafür aus. Der Bräutigam erscheint als Superstar. Heiraten in einem aufstrebenden Land. Wie eine TV-Show wird die Feier aufgezeichnet fürs digitale Familienalbum. 300 Verwandte, Freunde und Kollegen erleben die großen Gefühle live. Die Eheringe werden per Helikopter eingeflogen. Liebe geht hier durch das Bankkonto, sofern es voll ist. Das gilt in China aber längst nicht für alle. Auf den Straßen verdingen sich sogenannte Bang Bang,
Lastenträger wie hier Liu Wangxue, die mit einem Bambusstock Kunden die Einkäufe hinterhertragen. Entsprechend einfach wohnt er. Das ist meine Wohnung. Im Monat zahle ich 900 Yuan. Das ist sehr teuer für mich. Deshalb habe ich dieses Zimmer an jemand anderes vermietet. Ich selbst, meine Frau und unsere Tochter leben hier. Das ist unser Schlafzimmer. Sehr einfach, nicht wahr? Hier schläft unsere Tochter, wenn sie vorbeikommt. Ich habe drei Kinder. Alles ist relativ. Was hier als arm gilt, hat einen gewissen Standard, verglichen mit den Slums von Ländern, die unter ähnlichen Bedingungen starteten wie China. Im innerchinesischen Vergleich ist es aber schon wieder schlecht. Dieses Gebäude ist von einem der renommiertesten Immobilienunternehmen in China errichtet worden. Dort gegenüber ist eine der herausragenden Schulen Chongqings. Bei den Vergleichstests erzielt sie immer die besten Ergebnisse. Und wenn man hier wohnt, zahlt man verminderte Schulgebühren. In Chongqing sind heute manche sehr reich, manche sehr arm. Wie finden Sie das? Das ist die Entwicklung der Gesellschaft, wie überall. Den gut Situierten geht es gut, den Verlorenen schlecht. Im Schnitt leben wir heute aber alle viel besser als früher. Hier kommt derweil die Hauptbewohnerin, die dreijährige Tochter. Sie heißt Claire. Ausländische Namen sind modern. Die Oma sorgt für die Kleine. Guten Tag. Obwohl wohlbehütet, zerkratzt auch Claire eigene Bilder. Die familiären Zusammenhänge erklärt Mutter Chen Ying. Das ist das Schlafzimmer meiner Eltern. Diese Wohnung haben Sie für Ihre Eltern gekauft? Ja, das ist die Wohnung meiner Eltern. Unsere Tochter lebt normalerweise bei Ihnen, weil wir sehr mit unserer Arbeit beschäftigt sind. Wir haben tagsüber keine Zeit, uns um das Kind zu kümmern. Mein Vater arbeitet noch, aber meine Mutter ist schon Rentnerin. Sie kocht. Oft kommen auch wir abends zum Essen vorbei und üben ein bisschen mit dem Kind. Sprich. Ich bin wirklich gut. Ich bin noch klein. Aber mein Ehrgeiz ist groß. Mama sagt, ich bin ein gutes Kind. Papa sagt, ich bin die Fleißigste. Seht nur, ich bin die Beste. Kinder angespornt von Tigermüttern, Tigergroßmüttern und Tigererzieherinnen. Ziel ist immer, die Nummer eins zu sein. Das gilt in China nicht nur in der Familie, sondern in der ganzen Gesellschaft. Das Fernsehen berieselt sie mit Dauerpropaganda. Die kommunistischen Revolutionsbilder erinnern daran, in welcher Welt man lebt. Xi Jinping und Frau Peng Liyuan bei der Ankunft im Freundesland Nordkorea. Die beiden Länder unterscheiden sich gewaltig. Doch die Huldigungen an die Führung tragen ähnlich skurrile Züge. Diese Bilder stammen nicht etwa aus dem nordkoreanischen Fernsehen, sondern aus dem chinesischen. Xi Jinping wurde 2012 Generalsekretär der Kommunistischen Partei und 2013 zusätzlich Staatspräsident Chinas. Seither lässt er einen Kult um seine Person betreiben, wie ihn China seit Maos Tod nicht mehr kannte.
Xi Jinping wird in seinem Land offiziell oberster Führer und großer Steuermann genannt. Wie einst Mao Zedong. Aus der Menge hört man Wan Xu. 10.000 Jahre. Gemeint ist, Xi Jinping soll 10.000 Jahre leben. Das wird er wohl nicht schaffen. Aber immerhin hat er sich schon zum Präsidenten auf Lebenszeit ernennen lassen, nachdem seine Vorgänger bewusst eine Beschränkung auf 2 Amtszeiten eingeführt hatten, wie in den USA. Der Ausbruch der Corona-Pandemie in Wuhan war die bisher größte Herausforderung für die Führung unter Xi Jinping. Zunächst musste darüber geschwiegen werden. So konnte sich die Krankheit verbreiten. Doch dann verhängte die Partei einen harten Lockdown und ließ im Eiltempo provisorische Krankenhäuser bauen. Schnell stand China besser da als der Rest der Welt. Letztendlich ist es aus der Pandemie noch deutlich gestärkt hervorgegangen, belieferte die Welt mit Schutzmasken und eigenen Impfstoffen. Was China stark macht, sind Fleiß, Disziplin und der hohe Wert der Bildung, die auf die konfuzianische Tradition zurückgehen. Heute verbeugen sich Jugendliche wieder vor dem Konfuzius-Tempel und der Kaiserlichen Akademie in Peking. Alte Riten, Stolz auf die chinesische Geschichte und Treue zum Staat, das sieht die KP gerne. Wie bei einer religiösen Zeremonie waschen die Kinder ihre Hände in Unschuld. Mit dabei vor der Kaiserlichen Akademie sind auch kommunistische Jungpioniere in roten Halstüchern. Die Partei unterstützt heute Traditionen, die sie einst bekämpft hat. Die Regierung unterstützt uns mit gewaltigen Mitteln. Diese Konfuzius-Schule ist von der Regierung eingerichtet worden. Zunächst hat sie den Konfuzius-Tempel renovieren lassen, dann auch das Museum der Kaiserlichen Akademie eingerichtet. Auch das Museum hilft, den Konfuzianismus wieder populär zu machen. Als wir diese Schule gründeten, gab uns der Staat ein Bürogebäude, bezahlte die Einrichtung, die Textbücher und die Mitarbeiter. Auch ich bin Staatsbeamtin. Und so kommt zusammen, was nicht zusammengehört. Auch im Konfuzius-Tempel von Peking. Die Riten erinnern an asiatische Religionen. Gleichzeitig treten die kommunistischen Jungpioniere an. Die Kinder pinseln das Schriftzeichen Cheng für Aufrichtigkeit. Eines der wichtigsten moralischen Prinzipien nach Konfuzius. An Marx und Mao glaubt keiner mehr. Denn trotz Diktatur der kommunistischen Partei herrscht in China nahezu ungezähmter Kapitalismus. Deshalb muss eine Ersatzideologie her. Dazu nutzt die Parteiführung den Nationalismus und die Werte der antiken chinesischen Philosophie. Kommunistische Jungpioniere lesen aus Konfuzius, so wie ihre Vorgänger einst aus der Mao-Bibel. Auch in seinem Geburtsort Chifu machen die Kader der kommunistischen Partei Konfuzius jetzt ihre Aufwartung. Gruppenfoto von Provinzfunktionären der KP vor dem Tor des Respekts für den Heiligen. Eine Tür, die früher nur für den Kaiser geöffnet wurde, hat Xi Jinping jetzt wieder eingeweiht. Dieses Tor wurde für ihn geöffnet. Der Generalsekretär nimmt die Position ein, die früher der Kaiser hatte. Wie schon Konfuzius sagte, der Herrscher soll wie der Polarstern sein. Er bleibt an einem Ort, während sich alle Sterne um ihn drehen.
Die Stelle, an der Konfuzius geboren worden sein soll, ist heute eine große Tempelanlage. Der atheistische Staat fördert den Massentourismus dorthin. Und die Partei zitiert Funktionäre in die Residenz der Konfuzius-Familie, um sie hier von den Verführungen der Korruption zu heilen. Eine Tafel weist darauf hin. Die Antikorruptionskommission der Provinzparteiführung sitzt hier. Zur Erziehung müssen bestechliche Funktionäre hierher kommen. China ist sich allein nicht mehr groß genug. Unter Xi ist es viel stärker als vorher weltweit aktiv. Hier diniert er beim Weltwirtschaftsforum in Davos mit der damaligen Schweizer Bundespräsidentin Doris Leuthard. Danke nochmals für Ihren Besuch und für unsere gute Zusammenarbeit. Danke. Danke, Prost. Den Premierminister von Malaysia empfängt er mit seiner Ehefrau, ebenso wie den von Pakistan. Ein besonders treuer Verbündeter ist Wladimir Putin. Auch mit europäischen Herrscherfamilien kommen Xi Jinping und Peng Liyuan bestens klar. Sie ist die erste chinesische First Lady, die eine derartige Rolle sowohl international als auch im eigenen Land spielt. Schon lange vor ihrem Mann war sie als Volkssängerin in China berühmt. Während ihr Mann seine Mimik kaum ändert, gibt sie der Volksrepublik China ein schönes Gesicht. Parteimitglied war sie schon, bevor sie ihn kannte. Auch in der Gruppe der G20 ist China einer der wichtigsten Partner. Hier Xi Jinping beim Gipfel in Hamburg. Doch eine vermisste ihn. China is absent still? No China in this world. Nein, da muss man sich keine Sorgen machen. China wird nicht aus der Welt verschwinden. Im Gegenteil. Nach außen präsentiert sich der Parteichef gern als Fußballfan. Auch Pandabären gehören zu Chinas Softpower. Zu Hause ist Xi weniger locker. Puh, der Bär wird im Internet zensiert, weil Nutzer Xi mit ihm vergleichen. Neben der digitalen Kontrolle setzt die Kommunistische Partei Chinas weiter auf die bewährte Kraft der Panzer. Xi Jinping ist auch Vorsitzender der Zentralen Militärkommission der Partei, die die Truppen anführt. So tragen sie drei Fahnen, die der Armee, des Staats und der Partei. Xi Jinping sieht sich in der Tradition seiner Familie. Sowohl sein Vater als auch seine Mutter kämpften im Krieg gegen die Japaner und gegen die nationalistische Kuomintang. Die Hubschrauber formen die Zahl 90. Für 90 Jahre Volksbefreiungsarmee. Chinesen haben es mit solchen Zahlen. Jetzt reden sie von den 2x100 Jahren. Zu 100 Jahren Kommunistische Partei Chinas im Jahr 2021 sollen alle Chinesen in bescheidenem Wohlstand leben. Dieses Ziel ist weitgehend erreicht. Bis 2049, zu 100 Jahren der Staatsgründung der Volksrepublik, soll China dann das mächtigste Land der Welt sein. So hat es Partei- und Staatschef Xi Jinping vorgegeben. Und er ist keiner, der so etwas zum Spaß sagt.